unserem Gartenhelden. Ja, im Herbst ist es sinnvoll, die Büsche runterzuschneiden. Und was macht man mit den Ästen, die übrig sind? Richtig, man häckselt sie klein. Denn das Häckselgut kann man sehr, sehr gut brauchen, um zum Beispiel Beete damit abzudecken oder auch in den Kompost kann man es. Ich erzähle euch heute mal so ein bisschen was an Details über den Häcksler. Ihr seht schon, ganz wichtig, Arbeitshandschuhe. Ich als Brillenträger brauche es nicht, aber wenn ihr keiner seid, Schutzbrille, ganz, ganz wichtig, aufsetzen. Und bei der Geräuschentwicklung ist es auch sicherlich sinnvoll, einen Gehörschutz zu tragen. Die Frage stellt sich in jedem Frühjahr und Herbst neu. Wohin mit dem Baum- und Heckenschnitt? Gartenhäcksler verwandeln selbst sperriges Schnittgut in nützliches Kleinholz. So fein geschnitten und aufgebrochen kann das Häckselgut als Mulch ausgestreut und kompostiert werden. Walzenhäcksler haben eine hohe Leistung und bringen wenig Lärm. Nicht umsonst heißen die Walzenhäcksler leise Häcksler. Sie zermalmen das Häckselgut mit langsam arbeitenden Schneidwalzen. Aus diesem Grund liegt der Geräuschpegel eines Walzenhäcklers deutlich unter dem eines Messerhäcklers. Zusätzlich werden die entstehenden Späne unter Druck aufgespalten. Dadurch wird die Oberfläche des Häckselgutes vergrößert und der Verrottungsprozess in idealer Weise gefördert. Eine Motorbremse ist selbstverständlich, wenn sie in Abstellen oder er sich festläuft, sollte auf alle Fälle der Motor sofort stillstehen. Ein stabiler Rohrrahmen ist entscheidend für die Standfestigkeit. Natürlich der Transportgriff, denn damit können Sie den Häcksler über die Wiese und auch über die Wege ziehen. Die Fangbox sollte robust sein, damit sie nicht beim mehrmaligen Rausziehen sich von alleine zerstört. Sehr nützlich ist ein Laubeinfügtrichter, dann kommt man viel besser mit den Zweigen in den Häckselbereich hinein. Auch ein Stopfkeil ist sehr gut, wenn sich das Häckselgut nicht so ohne weiteres in die Einführung hineinbuxieren lässt. Dann mal ran an die Häcksler. Alles schön klein machen, auf den Kompost bringen oder ins Beet. Viel Spaß dabei und wir sehen uns!